Lieber Thomas, danke, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst. Heute ist der Tag der Abend der Abende. Ich habe gehört, es gibt eine leichte Verschiebung beim Konzert. Nein, Verschiebung gibt es keine. Also es war immer die Beginnzeit ist, nachdem wir das heute, glaube ich, schon 100 Mal gesagt hat, zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr anberäumt. Die Stones wollen auch ein bisschen warten, wie es mit dem Wetter ausschaut, ob es dunkel ist, um da mit den richtigen Lichteffekten durchzustarten. Spätestens um 20.45 Uhr stehen sie heute auf der Bühne. Und du wirst natürlich mit dabei sein. Auf welchen Song freust du dich am meisten? Ich freue mich auf den Song der Publikumswahl, weil das ist ja das, was das Spannendste ist. Sonst ist ja die Setlist relativ in Stein gemeißelt. In Stein gemeißelt passt ja auch zu den Rolling Stones. Ja. Bei der Publikumswahl gibt es vier mögliche Songs. Ich hoffe auf Wild Horses, wobei am spannendsten wäre eigentlich Let It Bleed. Alles Raritäten, aber die haben sie während der Tour noch nicht gespielt. Dann würde es in Wien eine Premiere geben. Du bist ja schon bei mehreren Touren auch dabei gewesen, also schon seit mehreren Jahren verfolgst du auch die Karriere. Jetzt ist in diesem Jahr Charlie Watts natürlich nicht mehr dabei, er ist 2021 verstorben. Glaubst du, wird es ein Konzert wie immer werden? Wird man das extra ansprechen? Wie wird das vonstatten gehen? Es sind die Stones, es bleiben die Stones und es sind die besten Stones. Wie du gesagt hast, ich habe seit 1990 jede Tour gesehen. Diese Tour ist die beste. Es gibt ein Tribute für den Charlie Watts. Es wird aber nicht als Begräbnis oder Trauerfeier abgehalten. Das Konzert startet mit einer sehr emotionellen Videomarsch. Das beginnt mit einem Herzschlag, geht dann über in den berühmten Trommelrhythmus von den Charlie und dann geht's los. Sie haben mit dem Steve Jordan einen mehr als würdigen Ersatzmann gefunden. Der ist ja schon jahrelang mit den Stones verbandelt, ist ja auch der Tour-Schlagzeuger von Keith Richards gewesen. Der ist deutlich jünger und hat deutlich mehr Kraft. Charlie Watts war ja nicht unbedingt bekannt, dass er der druckvollste Schlagzeuger ist. Der hat das eher lässig gemacht, war sein eigener Stil. Der Steve Jordan bringt da nochmal ein bisschen mehr Power rein und das ist auch ein Teil des Jungbrunnens für die Stones. Wie gesagt, sie rocken so stark wie nie. Apropos Jungbrunnen, Mick Jagger hat ja auch einen jungen Sohn, der ist allerdings nicht bei ihm im Hotel. Nein, sie haben eine sehr, sehr spannende eine Konstellation hier gefunden. Ich weiß nicht, ob das alles damit zu tun hat, um die Paparazzi und Fans noch mehr zu verwirren, als sie es ohne dies tun. Es ist der kleine Sohn, der ist 5, schaut aus wie der Jagger eben gestern getroffen, er schaut aus wirklich wie das kleine Bild von seinem Papa, der wohnt mit der Mama in einem anderen Hotel. Ich glaube, dass das auch ein bisschen ein Schutz vor den Paparazzi ist, weil sie hat alle, man weiß es ja, Mick Jagger hat im Imperial eingecheckt, die Band wohnt im Hotel Ritz, auch die Freundin von Mick Jagger, die Melanie wohnt im Hotel Ritz, auch sein Sohn wohnt im Hotel Ritz, Keith Richards, die alle dort, Jagger ist im Imperial, somit haben die ganzen Autogrammsammler und Fans müssen immer jetzt, was mache ich, wem schaue ich an, was tue ich, das wurde gestern zur Spitze getrieben, gestern Nacht, weil Mick Jagger hat, wie wir das ja eh schon seit Tagen verkündet haben, er seine Sightseeing-Tour durch Wien gestartet. Allerdings erst am Abend, erst in der Nacht. Gestern war es heiß. Ja. Und da war es ihm wahrscheinlich zu heiß. Es war lustig, weil im Ritz, in dem Hotelrestaurant, plötzlich, auch das eine große Überraschung, ist Keith Richards plötzlich zum Abendessen gekommen. Mhm. Nicht alleine, er hat den Ron Wood mit dabei gehabt und hat auch die Frau von Ron Wood, die Sally Wood mit dabei gehabt. Man hat dort trainiert, die Fans haben das irgendwie, man kann da in dieses Restaurant reinsehen, haben das ein paar Leute mitbekommen, waren natürlich viele Fans, die davor gewartet haben, geschaut haben, die Bodyguards waren alle extrem nervös. Dann wurden die Bodyguards alle noch nervöser. Zu den Ausgängen gegangen, dachten halt viele, gut, geht der Keith Richards, raucht er noch genau, seine Rauchen, der war ja dort nicht. Ist aber nicht der Keith Richards rausgegangen, auch nicht der Ron Wood rausgegangen, weil rausgegangen ist niemand, sondern es ist jemand reingegangen, nämlich Mick Jagger. Mhm. Das war die große Überraschung, Mick Jagger war dann ganz kurz, ich habe nachgestoppt, 17 Minuten war er dort, da ist wahrscheinlich nur Bier auf Ex gegangen oder was auch immer. Dann ist er wieder abgerissen und dann auch gleich wieder zum Bier trinken, ja. Er hat ja heute früh die Fotos aus Wien gepostet, er war ja beim Pitzinger auf ein Bier. Und da gibt es das ganz, ganz große Rätsel, er hält die Dose so, dass man nicht sieht, was es ist. Ja. Ist die Dose jetzt grün, dann wäre es ein Gösser, ist sie blau, dann wäre es ein Wieselburger oder ist sie gar schwarz, dann hat er das Falco-Bier getrunken. Das wäre natürlich auch was sehr, sehr Spannendes. Eine Frage an dich jetzt, heute Abend findet das Konzert statt, wie lange werden Sie denn, glaubst du, in Wien bleiben? Bis Sonntag. Die Stones haben seit Jahrzehnten den gleichen Rhythmus.
Sie kommen 2 Tage vor einem Konzert und Sie fliegen 2 Tage nach dem Konzert weiter in die nächste Stadt. Das ist in diesem Fall Lyon. Gekommen sind Sie aus Brüssel. Die Wege der Herren sind unterschiedlicher Natur. Normalerweise wäre Brüssel und Lyon näher, aber Wien hat mal dazwischen eingeschoben. Das war ein Datum, das frei war. Das nimmt dann jeder Veranstalter, wenn die Stones sagen, sie wollen kommen. Morgen ist Relaxen angesagt. Jagger wird noch mal essen gehen. Er war ja dann gestern ja auch noch im Fabius. Da haben wir ja auch exklusives Filmmaterial, wo er dann da hingefahren ist. Nach seiner Fotosafari, würde ich fast sagen. Er war ja, wie beim Pitzinger haben wir ja schon gesagt, er war auch bei der Hofburg. Und er war auch nahe der Albertina bei dem Albertbrunnen. Ja. Mhm. Dort, wie auch immer, wahrscheinlich hat ihm das gefallen. So wie es ausschaut, hat die Fotos seine Freundin gemacht, weil die war nämlich mit im Auto. Er ist kein Gentleman, kann ich hier verraten. Okay. Weil egal wie, in welcher Fahrtrichtung man das Auto vor einem Restaurant oder einem Hotel parkt, es ist immer die nächste Tür, die, wo Mick Jagger einsteigt. Seine Freundin muss dann quasi einmal rund um das Auto gehen, Tür aufmachen, spielt es auch nicht. Gestern hat es geregnet beim Fabius. Gentleman schaut ein bisschen anders aus, aber ja. Es sei ihm verziehen. Jetzt bleiben Sie bis Sonntag in Wien. Haben die Fans irgendwo noch eine Chance, ein Autogramm zu ergattern? Autogramm-Selfie ist diesmal leider Fehlanzeige. Die Corona-Angst ist so groß. Man weiß ja, Mick Jagger hatte ja im Juni, Mitte Juni Corona. Da war es besonders drastisch, weil der hat ja schon den Soundcheck gespielt. Da waren schon die Stadiontore geöffnet. Da waren schon 10.000 von den 55.000 Kartenbesitzer im Stadion in Amsterdam. Er hat gesagt, er hat beim Soundcheck hat er irgendwas gespürt, das mit der Stimme nicht stimmt. Dann hat er noch einen Schnelltest gemacht und hat Corona positiv getestet. Mhm. Musste man das Konzert absagen, ein zweites absagen. Das eine konnte man verschieben, das zweite musste komplett storniert werden. Da geht es pro Show um einen Umsatz von 10 Millionen Dollar. Mhm. Das riskiert man nicht. Und ich glaube auch, dass selbst der Mick Jagger, der quasi der Rockgott ist, gibt es nur einen, der ober ihm ist. Das ist da wahrscheinlich der Herr der Versicherung. Der sagt, ich hau da auf die Finger, du darfst das nicht machen. Er ist auch gestern, immer wenn er in die Restaurants raus oder reingegangen ist, nur mit Maske. Mhm. Man durfte nicht hin, es gab keine Chance auf ein Autogramm oder ein Selfie. Er hat dann einmal den Leuten einen schönen Abend gewünscht und hat gesagt, wir sehen uns morgen. Ja. Gestern gab es noch Karten, gibt es die heute auch noch? Ganz, ganz wenige. Es kann sein, dass vor dem Stadion irgendwelche Leute stehen, die gepokert haben und dann noch Karten verkaufen. Die Stones werden offiziell, glaube ich, knapp vorher verkünden, es ist ausverkauft. Eine oder die andere Karte wird man schon mit irgendwelchen Tricks oder mit einem Griff in die Geldbörse schon noch vor dem Stadion bekommen, aber es ist voll. 56.000 Leute ist nicht wenig. Und man hatte jetzt ja auch den aktuellen Vergleich. Mhm. Es haben gespielt erst vor kurzem Green Day, da waren 45.000, dann haben gespielt die Toten Hosen, da waren 35.000, Guns N' Roses waren 40.000, Imagine Dragons waren 40.000, jetzt kommen die Stones, dann 56.000. Auch wenn sie steinalt sind, sie sind noch immer die Größten.